Willkommen zurück zu Fallout 4, dem Spiel mit Far Harbor, weil das spielen wir nämlich gerade. So, das ist die Folge, die Frage, was eigentlich auf meiner Schulter steht. Ich denke mal, da steht einfach nur Wim. Wenn ich das richtig sehe, Wim und den Rest kann ich da nicht lesen, da steht noch ein Text. Ich kann es echt nicht lesen, denn ich kann auch... Warte mal, Moment mal, ich bin doch doof. Ich kann natürlich einfach aus der Powerhouse rausgehen, denn... Ja, das ist... In der Zwischenzeit diskutiert der Chat gerade, ob die DLCs von Witcher das tatsächlich... Escape to Adventures steht da. You've got Wim. Escape to Adventures, ah ja. Ja. Und es geht gerade ein bisschen mehr in dem Chat darum, ob die DLCs das eigentlich wert waren von Fallout. Guck mal, das ist eigentlich auch ein scheiß Energiezern drin, ne? Aber mit der Rüstung sieht man schon recht krass aus, oder? Das ist, sieht man eigentlich kaum, dass das eine Rüstung, dass das so eine mehrteilige Rüstung ist. Naja. Ja. So viel dazu. Man muss dazu sagen, dass das Diskussion halt damit angefangen ist, naja, die DLCs von Fallout 4 und Fallout 4 hat generell die Erwartung nicht unbedingt getroffen. Das stimmt allerdings, ich bin echt nicht so begeistert in Fallout 4, aber naja, jetzt haben wir es halt. Was bondiert hier Fische? Achso, die haben hier ihre Fischreusen, aber was ist das hier? Man muss sich immer jeden Tag aufs Neue stellen. Oh, der sieht aber auch schon nach harten Strahlungsschaden aus. Auf jeden Fall, das ist klar, dass so wie das Witcher-Blatt und Wein, da hast du definitiv mehr Spiel fürs Geld als hier, also zumindest so atmosphärisch und generell alles. Aber wie gesagt, ich finde Far Harbor eigentlich gar nicht mal so schlecht, also zumindest mehr als das Hauptspiel. Arcadia ohne Longfellow zu erreichen? Tja. Das ist schon was. Ob ich den von Anfang an hätte mitnehmen sollen? Alles für die Gesundheit. Ja. Ich schau mir das Angebot mal an. Keine faulen Tricks. Ey, was heißt hier faulen Tricks? Ich will nur mal Munition bei dir kaufen. Ich hab nämlich, stellt sich mich raus, ich habe 10 Milliarden verdammte Dingensbums Caps. Quatsch, ja, doch Caps, ja. Die soll ich mal loswerden. Ich habe in der letzten Folge natürlich irgendwie alles, Fusionskerne brauche ich nicht. Gamma-Patronen, nee, Gamma-Patronen brauche ich eigentlich ohne Kaliber. Das ist für dieses Unterhebelgewehr, das ist, die hätte ich eventuell irgendwie mal gebrauchen können. Aber wie hat sich das mittlerweile auch erlebt? Plasmakartuschen? Ich habe mich nur erinnert, den Tag versucht habe, mit der Plasmagewehr rumzuballern, was ich gefunden habe. Ich habe erst eben lassen müssen. Habe ich eigentlich noch was bei, was ich noch verkaufen möchte? Eigentlich nicht, ne? Das Ding ist, ich habe nach der letzten Folge, habe ich eigentlich mein komplettes Inventar einmal... Schau einem Fallensteller nie in die Augen. Die sind anders. Ja, ja, ja. Ich habe halt ein bisschen mein Equipment-Rooster umgebaut. Ich könnte auch mal alle Waffen nachladen, fällt mir das sein. Ich habe jetzt also quasi meine Standardwaffen immer noch bei DAF, habe ich jetzt auf der 2 statt das Lasergewehr, habe ich jetzt dieses Gamma-Patronen-Ding vom 2. Mal gucken, was es bringt. Auf der 3 natürlich wie immer. Doch, ja, habe ich den Wächter des Aufsehers auf der 3. Auf der 4 habe ich das Dingens hier. Boah. Das verdammte Gauss-Gewehr, die unendliche Schrotflinte, die man nachladen kann. Der Hinterher hat vor allem immer noch diesen lustigen Hammer bei. Der ist ja Wahnsinn. Was haben wir hier noch? Ach ja, die Pistole, an der hat sich nichts geändert, die wiegt ja auch nichts. Dann was ist das hier? Achso, genau, das war das andere Ding, was 5mm Munition verwendet. So. Ich würde noch was machen hier in Farbe, aber das Ding ist nämlich so. Mit Avery kann ich hier nur sagen, dass sie ersetzt wurde. Aber beim letzten. Ja, was entzündet ist ein künstlicher Mensch. Beim letzten Mal war die Seefahrerin. Wenn die blinden Passagiere es immer weiter treiben, bin ich irgendwann weg. Und was machen sie dann? Aha. Das Ding ist, beim letzten Mal hat ihr gegen uns gesprochen, wo Dima vorgetreten ist. Und. Seefahrerin? Wenn diese Trottel nicht mithelfen, sind wir alle verloren. Was mit dem richtigen Werkzeug alles geht. Ja, weil die war ja mir letztes Mal sauer für ihren Mordfall, weil ich habe aber eigentlich alle Quests für das Land reden wir ja über die Totmannschalter, Winterbienenschalter, Verhabers Verteidigung aus. Ja, das ist wunderschön, dass ich das machen kann. Das werde ich mir mal machen, über die Totmannschalter zu reden. Aber, ja, hier, Avery's Mord kann ich noch berichten, aber das ist. Das Ding ist halt, ich habe hier irgendwie. Achso, aber ich kann auch Fleisch ins Wasser werfen. Moment, das machen wir noch. Fleisch ins Wasser werfen. Kauf meine Waffen. Ja, ja, ja. Fleisch ins Wasser werfen können wir tatsächlich noch machen. Sollen das hier sein? Das Fleisch im Wasser. Finde heraus, wo ich das Hummerkind befindet? Grau, da war ich auch noch nicht beim Habe vorgerannt, unter dem ich mich recht entsinne. Ach, das ist ja. Ach, das ist ja genau da. Nee. Schon wieder? Raybury Point. Das regt mich echt ein bisschen auf, dass ich ja dort an den gleichen verdammten Ort hinreisen muss. Na gut. Hallo, Nuraskan. Ein Gesundheit und Huhu. Ja, grüß dich. Die ist hier so useless. Naja, gut, die ist dann aber schon weg. Ja. Generell und überhaupt. Ja. Also ich denke mal, dass Far Harbor sich, also ich glaube, wir werden heute mit Far Harbor fertig und dann ist. Das Ding ist nämlich das nächste Teil, wenn ich mit Far Harbor dann fertig bin. Also das wird wahrscheinlich eher sehr bald als in allzu ferner Zukunft sein. Da weiß ich gar nicht mehr so richtig, was ich am Sonntag spielen soll. Also, so als Ding ist. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt Oblivion anfangen möchte. Das ist ja auch wieder so ein. Das Oblivion ist ja auch wieder so eine Neverending Story. Und das Spiel habe ich vor allen Dingen gar nicht. Zumindest nicht auf Steam und ich weiß gar nicht, wie die CD ist seit langer Zeit verschollen. Glaube ich, dass ich die noch habe. Wenn ich so recht drüber nachdenke. Ja, auf jeden Fall weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch mal so ein Endlos-Spiel am Sonntag machen muss. Und ich bin halt echt gerade so ein bisschen am Scheidepunkt, was für ein Format ich am Sonntag mache.
Bam, bam, bam. Das steppe ich ein bisschen, Ach du Scheiße. Weg dran vorbei. Was? Nee, außer durch das Strahlmeer zu latschen, da kann man überhaupt, keine andere Möglichkeit. Also, gibt wirklich nur diese eine Möglichkeit hier. Leuchtet da hinten eigentlich das? Was ist denn hier? Benzinkanister, genau. Ich hoffe, ich habe daran gedacht, den Schrott abzuladen in Sanctuary, weil ich war ja zwischendurch aufs Ski nochmal kurz in Sanctuary, hab ein bisschen an den Waffenbots rumgebastelt und. Ich hoffe, das war alles gut. Ja, so richtig unterladen bin ich aber immer noch nicht, ne? Das ist doch schon wieder nervig, aber was ist denn jetzt eigentlich mit meiner Strahlung hier los? Das sollte ja eigentlich helfen gegen die Strahlung. So, wo soll ich jetzt hier Fleisch ins Wasser werfen, Freunde? Vor allem, habe ich überhaupt Fleisch bei oder muss ich das selber machen oder kann ich einfach irgendein random Fleisch hier... hier, wo es leuchtet. Wahrscheinlich ist hier gleich mega die Todesfalle. Der komische Typ macht sich richtig so lustig über mich. Also ich dann doch überlebt habe. Das ist echt gemacht, was? Nö. Also theoretisch? Nee, warte. Was soll das in seiner Vorstellung nach sein? Vor allem die Karte zeigt hier überall irgendwie Landschaft an. Aber so richtig viel ist hier eigentlich auch nicht. Findest du übrigens nicht gut, dass diese Pause so wenig gegen Strahlung schützt? Ich hatte doch in der verdammten Zone, also im Leuchtemeer hatte ich doch eigentlich eine verdammte... Da. Warum wird die Musik hier gerade so anders? Das finde ich nicht gut. Hä? Was ist er denn? Dotti? Der Doc hat mich gebeten, Zeuge zu sein. Also bin ich Zeuge. Aha. Ach, das ist ja schön. Aha. Naja, sei mein Zeuge, ja, ja. Damit soll ich jetzt hier meine unfassbare, Angehörigkeit unterstützen oder was? So, und jetzt hier? Soll ich jetzt einfach wirklich nur ein Fleisch droppen? Habe ich überhaupt mal Fleisch bei? Ist jetzt die große Frage. Was könnte denn hier jetzt... Ich hab doch hier sicherlich noch... gegrillter Ratthirsch ablegen. Ein. Ja. Was ist da hinten eigentlich schon wieder von Leuchten? Ich glaube, das ist einfach nur eine Fallenstelle, oder? Ja, ist das auch. Ja, Freunde, ich habe hier Fleisch ins Wasser geworfen, und du? Hä? Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm, ne? Ich stehe jetzt hier im hüfthohen Wasser und habe das Fleisch weg. Wirf Fleisch ins Wasser, habe ich gemacht. Gebratener Nebelkriecher? Das scheint mir nicht ganz so erfolgreich zu sein, dass das Fleisch ins Wasser werfen. Hä? Ich bin hart verwirrt. Warten kann ich ja auch nicht. Das Spiel könnte ruhig mal ein bisschen klarer sein, weil das ist Fäule. Was ist denn Fäule? Kriegt er nirgendwo? Was habe ich denn noch so an Fleisch bei? Ich habe doch sicherlich noch... Eierlöck, Eieromelette, das ist nicht unbedingt Fleisch. War. Habe ich noch eine Hundekeule rein? Vielleicht Ribeye-Steak. Nein! Was tue ich? Was? Schokor und hart verwirrt? Hä. Ich glaube, ich bin zu doof für diese Quest, ganz ehrlich. Weil hier liegen jede Menge von diesen komischen Fischviechern, aber ansonsten... passiert hier einfach gar nichts. Meine, das Spiel spezifiziert auch nicht, was für ein Fleisch ich reinhauen soll, überhaupt generell. Überhaupt? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe doch gegrillten Ratthirsch. Oh, ein Autosave. Moment. Hä. Wirf Fleisch ins Wasser. Das ist sehr unspezifisch. Hast du wahrscheinlich kein gegrilltes Fleisch drin, oder? Hat er irgendwelche Tipps? Entschuldigung. Das letzte Mädchen, das sich am Kapitänstanz versucht hat, hatte kein sonderliches Glück. Aha. Ich rühre keinen Finger. Du bist auf dich allein gestellt. Ja, sag mal lieber, was ich nochmal machen soll hier. Ich bleibe einfach hier drüben stehen. Ich bleibe einfach hier drüben stehen. Du bist nicht hilfreich, Bursche, also wirklich. Ich sehe hier einfach im verstrahlten Wasser drauf rumstehen und Fleisch ins Wasser werfen oder was? Jo, die gegrillte Fleisch tut's also nicht. Habe ich noch irgendwas, was nicht gegrillt ist? Ich habe wahrscheinlich alles weggegrillt und ich habe noch Köterkeule, aber die könnten ja bitte noch zählen, oder? Hä? Tja, ne? Ist ja eine super Quest, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also wirklich, okay, ich habe selten eine bessere Quest gesehen als die hier. Gut. Ich
ahne, dass es, irgendwie frisches Fleisch sein muss. Das heißt, wir müssen ja mal kurz jagen gehen. Und irgendwelches Wild finden, was wir erschießen können. Ich muss einfach nur irgendwelche Fallen. Ich könnte auch einfach irgendwelche Fallensteller erschießen, fällt mir gerade so ein. Die droppen mir auch ab und zu mal Fleisch. Mit ab und zu mal meine ich eigentlich andauernd. So, wohnt hier nicht zufällig irgendjemand? Irgendjemand, der irgendwas. Kaffeetassen sind nicht unbedingt Fleisch. Was sind das denn? Irgendwas Großes. Aber es. Ich glaube, wir sind nicht allein. Das Waffengeräusch von dieser Waffe ist ja echt komisch. Egal, es ist irgendwas, was Fleisch drauf. Mehr will ich eigentlich gar nicht haben. Ich brauche. Vom Teufel spricht. Valentine? Und. Nein, Valentine, du Wurst! Schlinge eine rein, Todeskrallen. Medizinische Flüssigstickstoffspender, what the. Was hat denn. Das ist egal. Wir versuchen das nochmal mit Schlingerinnen rein. Das sollte ja eigentlich besser funktionieren, oder? Das klingt auf jeden Fall wie etwas, was man ins Wasser wirft oder was dann Erfolg hat. Oh Mann, oh Ohren. Oh Mann, das ist gemein. Da sage ich komplett. Ach Mann. So wirst du den ganzen Tag getrollt. So. Ja. Mal hinlatschen. Ja, ich bin auch nicht ganz auf der Höhe, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich bin ein bisschen müde irgendwie. Die Nacht war wie kurz und keine Ahnung, so. Aha! Da draußen ist was. Ist das alles? Ein paar Bioloks hier? Die mache ich Leute. Guten Abend, Watching Person. Wie geht's allen? Mir geht's gut zumindest. Was war das? Tja, ne? Wie, das war alles? Ich werfe mehr Fleisch ins Wasser. Ugh. Ugh. Vorsicht! Diese Könige singen ihrem Abendessen gern ein Schlaf. Wir sind hier irgendwo. Naja. Meierlock Messerklaue? Jeder überlebte Kampf. Ja, ja. Die Meierlock-Königin habe ich doch gerade gemacht. Oh, legendäre Meierlock-Königin. Na gut. Sollte nicht lang dauern. Hab ein Geschenk für dich. Sieh gerade, ich nehme hier gerade Schaden, ne? Hat das hier irgendwelche Weak Spots? Wie zum Beispiel den Auslässe? Panzer? Torso? Ja, Torso macht nicht so richtig viel Schaden. Und das Fiete gibt. Hat das hier irgendwie irgendwas, was man als Kopf bezeichnen könnte? Oh. Anstachelnde Kettenklinge. Was ist das? Doppelten Schaden, wenn das Tier voll Gesundheit besitzt. Ist ja nett. Burn, willst du mich dissen oder was geht? Hast du lange gedacht, bis ich das ein Betriebssystem hatte? Ach, Mann, Horn! Wie man es macht, das verkehrt. Bist, sollten wir uns beeilen. Ach, so ein grüner Tor tut mir sicherlich. Was hast du dazu? Hallo. Hast du das gesehen? War das gerade? Meine Güte. Egal. Unabhängig davon, so, jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, was Teddy White. Ich will mich nicht informieren, nicht wieder hinreißen. Bin ich mal gespannt, was Teddy White zu sagen hat. Nachdem er mich hier gedacht hat, dass er mich in den sicheren Tod schießen kann. Dass ich dann noch am Ende nur überlebt habe. Nein! Ach, Horn. Es ist wirklich nicht leicht, dich zufriedenzustellen. Mach einfach so weiter und ignoriere, was ich sage. Lass das Geblabber von diesem Känguru einfach. Ignoriere das einfach. Das ist, hat eh nichts zu sagen. Ach, Ernest. Verstehst du das, Horn? So, unabhängig davon. Oh. Die haben sich jetzt alle so schön versammelt. Wenn der Nebel hört her, uns nicht holt, hört holen man uns alle die her! Die Zeiten sind hart, aber dieses Festmahl beweist, dass wir die Dinge ändern können. Gut, ich weiß, dass Festlandbewohner für alle möglichen Untaten verantwortlich sind. Aber das hier ist jemand ganz Besonderes.
Jemand, der den Kapitänstanz überlebt hat. Ehrlich? Aha. Ich habe es gesehen. Was mich betrifft, ist er also kein Festlandbewohner mehr. Er ist einer von uns. Jaha! Festlandbewohner. Hey! Und dort ihr holt wieder ab. Genau, so Baby White. Hey, Doc. Wenn diese Holzköpfe dir jetzt nicht vertrauen. Naja, drauf geschissen, nicht wahr? Jetzt sollten die Leute gesprächiger sein. Vielleicht haben sie sogar Arbeit für dich. Sprich mal mit Mitch im Last Plank. Ach, auf einmal haben die... Ah, das ist ja interessant. Jetzt, erst deswegen hat das mit Dima nicht geklappt. Das heißt, ich muss hier in Fahrarbe noch einiges an Quest machen, bevor ich überhaupt richtig loslegen kann mit Dima. Ich habe wahrscheinlich die Dima-Quest schon viel zu weit vorgegriffen. Brauchst du sonst noch was, Teddy? Du gibst einfach nicht auf. Nein, ich brauche überhaupt nichts. Hier, bitte. Und wenn du Lust hast, misch dich unter die Leute. Ist schließlich deine Party. Drei Spitzes Kapitäns auf die... Oh, da hört die Laufgeschwindigkeit, das ist ja witzig. Und Intelligenz plus 2? Wow. Teddy. Dunkle Zeiten. Noch einen Patienten verloren. Andre. Nicht einfach. Sag mir bitte wenigstens, dass es dir gut geht. Ja, ich lebe noch. Wie geht's denn so? Die Leute hier haben's nicht leicht. Und Manieren sind auf dieser Insel ein durchaus rares Gut. Aha. Festlandbewohner sind oftmals freundlicher. Mir gefällt die Gesellschaft also. Also was hat denn der Mann geboten? Hast du medizinische Vorräte? Klar, handeln wir. Kapitän sucht mal schlau. Ja, es ist so, Kapitän, die kommen nicht, die kommen nur durch puren Zufall in ihre Position. Das ist nur der Hut, der die schlau macht. Dem Moment, in dem die das Ding aufsetzen, vom alten Captain errungen haben, haben die einmal die Bauernsteuer, um die Meute anzuführen. Ja. Warten wir auf dich. Yay. Ich habe alles gesehen. Die Königin. Scheiße. Ja, ich bin ja so unfassbar hin. Wenn du bewaffnet bist, überlebst du hier nicht lange. Kauf meine Waffe. Ja, ihr hört euch ja an wie die NRA-Vertreter. Ja, der Kapitänstanz. Ich sehe schon, das hat hier keiner von den Locals überhaupt jemals gemacht. Vielleicht man sich auch einkaufen kann. Einfach kurz ein paar Viecher erschossen und schon bist du dabei im Verein. So, hallo mit. Aus dem Weg, alle miteinander. Hast du die Königin wirklich getötet? Die Seefahrerin hat das behauptet. Belästige ihn nicht, Debbie. Natürlich hat er das getan. So sieht ein echt harter Hund aus. Wir haben dich da wohl alle falsch eingeschätzt. Nun, aha. Captain Avery nicht. Gut, die tolle Avery hatte recht. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Hier, eine Runde aufs Haus. Geil. Das ist sehr freundlich von dir. Bei uns kommen ständig Festlandbewohner rein und raus. Diebe und Mörder sind die schlimmsten. Alle anderen enden mit dem Gesicht nach unten im Hafen. Aber nicht du. Mitch, ich meine, er hat den Kapitänstanz gemacht. Vielleicht dein Onkel? Das sind meine Familienangelegenheiten. Sir, Mitch ist zu stolz zu fragen, aber wir alle sind besorgt wegen Onkel Ken. Die Stadt würde ich noch umhängen? Alles für die Familie? Was stimmt mit seinem Onkel nicht? Onkel Ken ist der Letzte, der noch auf der Insel ausharrt. Der Kerl ist verrückter als ein Sack ausgehungerter Maulwurfsratten. Mitch hat ihm ein paar der Nebelkondensatoren geschickt. Er könnte also noch am Leben sein. Aber an den Lagerplätzen muss es nur so wimmeln, vor Gott weiß was. Was haben die denn für den Dingern? So ungern ich auch frage. Aber er gehört zur Familie. Würdest du für mich nach ihm sehen? Und eine Möglichkeit finden, ihn hierher zu bringen. Ich bezahle dich natürlich. Das ist ja sehr, 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 sehr nett. Das ist... Was, wenn er nicht mitkommen will? Ja, dann schau zumindest nach ihm, okay? Die Bezahlung bleibt gleich. Na gut, dann suchen wir alles. Ich werde nach deinem Onkel suchen. Er wohnt im alten Besucherzentrum. Aber pass auf, er liebt seine Fallen. Na großartig, er liebt Fallen. Suche Onkel Ken. Danke, dass du Mitch geholfen hast. Hab ich noch gar nicht, Debbie. Hey. Willst du einen Drink? Jetzt ist so nicht so. Ach, das war ja die komische Pseudo-Barkeeperin. Schönen Tag noch. Was? Morgen bis 10 Uhr 10 Schule um 8 Uhr fängt ihr an. Ich dachte, Schulkinder haben es viel zu leicht. Mister, ich muss mit dir reden. Kleine Ich habe 14,5 Kronkorken. Ich will dich anheuern. Okay, ich höre. Worum geht's? Harbor-Bewohner gehören nicht auf das Dock hier. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Um stärker zu werden, brauchen wir Land. Die Schnur passt nicht. Von der Sägemühle am Echo Lake führen Stromleitungen zum alten Windpark. Wenn du die Gegend säuberst, können die Harbor-Bewohner die Kondensatoren reparieren und das Land vor dem Nebel schützen.
Es ist eine erstaunlich erwachsene Angelegenheit. Der Nebel will uns alle töten. Auch die Kinder. Die stimmt passt ja, noch nicht. Die Belohnung ist ein Witz. Aber wenn meine Leute sich neu ansiedeln können, würden sie sicher alles für dich tun. Und sie würden dir mächtig was schulden. Bitte hilf uns. Also das war bis jetzt das schlechteste Voice-Acting, was ich überhaupt... Die Seefahrerin sagt, dass die Insel lebt. Und sie möchte uns töten. Ja, das ist ja sehr freundlich. Das war bis jetzt das schlechteste Voice-Acting, was ich überhaupt hier... Die Stimme hat ja überhaupt nicht zum Kind gepasst. Das ist wirklich gar nicht. So, warte mal. Das Land reinigen. Das... Hier. Jo, mach erstmal das hier. Viele. Das ist ja... Wie, da war beim Besucherzentrum... Ich war überall woanders, nur bei diesem dummen Besucherzentrum nicht. Wie hab ich denn das geschafft, daran vorbeizulaufen? Das ist natürlich wieder Weltklasse von mir. Ich bin ja so ein Genie. Na gut, wie muss halt. Machen wir alles in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Fallout 4. Tschüss.